Ist ein schöner Schneesturm hier in Immerfall und schön lila ist es auch. Das sind natürlich hier unsere Gildenwappen hier, weil der Blizzardo und ich, wir haben gerade ganz im Alleingang Immerfall eingenommen. Stimmt's? Ja. Haben wir? Nee, ist natürlich nicht unser Gildenwappen, sondern ist irgend so eine andere Gilde, also auch eine Syndikatsgilde, wie man an der Farbe unschwer erkennt. Auf jeden Fall gehört schon einiges dem Syndikat, wenn man mal hier gucken mag. Naja gut, den anderen Fraktionen auch zwei Gebiete, aber dem Syndikat halt zwei. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Jedenfalls diese zwei Gebiete hier. Und es hat sich einiges getan. Ich habe ein bisschen offline, also ohne Aufnahme gezockt. Ich glaube, wir alle. Und wenn wir jetzt mal in die Gilde gucken, dann sehen wir auch den Lohn der vielen Mühen. Wir sind alle, glaube ich, so... Wo steht denn unser Level? Da, 20 ist der Blizzardo und der Redbeard ist 18. Und der Wolf, ich bin 19 und der Wolfi ist 17. Wir arbeiten uns also ganz heftig auf die erste Instanz vor. Ich glaube, die hat mit 25 begonnen. Ich weiß nicht, wie das bei Blizzardo ist, das wahrscheinlich auch so. Bei den anderen weiß ich es nicht, aber ich habe natürlich alle Berufe schön hochgebracht und habe auch hier weiter meine Tank-Skillung verfeinert und halt immer mehr aus. Und jetzt mache ich was Wahnsinniges. Jetzt begebe ich mich auf den Scriptor-Quest. Sprich, ich begebe mich hier hoch. Wo bin ich denn? Erstmal hier hin und dann nach Lichtholz. Und der Blizzardo hat gesagt, da gibt es gar keinen Quest. Obwohl ich eigentlich den Zubringer-Quest habe. Reise nach Lichtholz und schließe die Scriptor-Prüfung ab. Warum ist das so? Keine Ahnung. Ha. Na gut, mal sehen, ob ich überhaupt ankomme. Weil ich hab dein altes Video aus der Closed Beta angeguckt und da war es ja so, dass du so hoch bist. Und dann hat der NPC dir direkt einen Quest gegeben. Oh. Hatte bei mir aber keine Quest mir angeboten. Du hast bestimmt was falsch gemacht. Bin mir da 100%. Vielleicht war ich von der Hauptquest zu niedrig und bin es immer noch. Werden wir sehen. Ich mache mir jetzt erstmal die Hauptquest. Also wer nicht weiß, was der Scriptor-Quest ist, der Scriptor-Quest ist der Aufstiegsquest für die für das Syndikat. So, das heißt, dass man ins nächste Level kann und bessere Items kaufen kann und hast du nicht gesehen. Genau, für den Shop. Das ist für den Fraktion-Shop. Genau, das ist in meiner Liste. Oben rechts, wie ihr seht, die 2 und der Hauptquest ist Nummer 1. Trainiere an der Seiko-Rohrbrücke, das habt ihr auch irgendwann mal gesehen. Ich bitte? Auch gerade, ja. Da bin ich auch gerade bei der Hauptquest. Okay. Das ist aber am anderen Popo-Ende, ne? Von der Karte. Ich renne jetzt nach Norden, du rennst nach Süden. Genau. Also wenn wir uns jetzt mal angucken, wo der gute... Warte mal, ich lade dich mal ein, ja? Na genau, in der Gruppe wäre es einfacher, das zu sehen. Blizzardo in Gruppe einladen. Redbeard in Gruppe einladen. Wolfi in Gruppe einladen. So, Blizzardo, da hinten seht ihr 2 Kilometer und die Distanz wird größer werden. Definitiv. Weil ich, wie gesagt, er geht nach Süden, macht da den Hauptquest weiter, den ich auch gerade habe. Und ich guck mal nach, ob das stimmt, was Blizzardo gesagt hat oder ob der einfach Unfug erzählt hat. Ich tippe auf Letzteres. Warum ist mein Marker jetzt auf einmal lila? Keine Ahnung, du magst doch lila oder nicht? Oh, okay, jetzt ist er lila, bevor ich dich eingeladen habe, war er gelb. Egal. So, und weil ich noch weiß, dass als ich es hier in der Beta durchgerannt bin, ein irrsinniger Levelsprung gemacht wurde. Hallo! Um Gottes Willen. Und da platzt uns in die Aufnahme die Karo rein. Ja, wenn du mir alle Leute klaust. Ich klaue dir überhaupt keinen. So. Und jetzt rennen wir hier nach Lichtholz. Der Blizzardo ist ganz alleine abtrünnig geworden. Wieso abtrünnig? Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte erzählen, dass ich hier durch ein High-Level-Gebiet durch muss. Genau. Und der Wolfi ist auch noch dazugekommen. Jetzt wird's voll hier. Ja, drin. Und Mike auch. Der Mike. Ach, jetzt auch noch. Ist Rotbart wieder woanders. Ach. Ja, du warst ja nicht schnell genug. Weißt du, was macht ihr denn da? Ihr Lümmels. Mike ist ertrocken. Mike ist ertrunken. Weil er ein Bison gehäutet hat.
Du hast einen Bison. Und Wolfi will ihn jetzt wiederbeleben gehen. Du hast einen Bison von im Wasser gehäutet? Ja. Warum machst du das? Weil ich nicht gedacht hätte, dass ich ersaufe. Ja, das ist sehr mutig. Oh, ein Trathuhn. Nee. Steht doch eigentlich da, dass die Luft langsam ausgeht. Ja, aber wenn du da nicht drauf achtest. Ja, okay, dann nicht. Aber dann? Weil du denkst, der Fluss ist nicht so tief, dass du gleich ersäufst. Ich muss zu deiner Ehrenrettung sagen, ich bin auch schon ersoffen in dem Spiel. Das ist aber auch merkwürdig, dass man einfach... Ich auch. ...auf dem Boden... Nee, du bist in dem Spiel gar nicht ertrunken, weil du das Spiel ja nicht hast. So. Wollt mal mitreden. Man läuft in dem Spiel merkwürdigerweise auf dem Grund des Bodens herum. Auf dem Grund des Sees. Des Wassers. Hm. Als würde man normal laufen, oder was? Ja. Jupp. Das heißt, man kann gar nicht schwimmen? Nur langsamer halt. Es gibt keine Schwimmanimation. Die haben nicht so viel Geld wie WoW. Die können keine Schwimmanimation. Ja, weil WoW auch die beste Schwimmanimation ever hat, ne? Immerhin hat es eine. Aber Amazon genau ist, genommen. Amazon ist genau. Arm. Amazon hat kein Geld. Ja. So, da ist ein lebendes Bison. Ja, also entschuldige mal, was glaubst du denn, wie viel das kostet, in den Weltall zu fliegen? Amazon haben die keine Geld für Geld. der Jeff Bezos. Ja, ach, du meinst hier sein Privatvergnügen da. Ja, nur lass den Mann doch mal ins Weltall fliegen. Ich würde das auch machen, wenn ich so viel Geld hätte wie er. Dann würde ich auch ins All fliegen. Ich glaube, ich würde es nicht machen. Die haben mal einen Bison im Fluss gelootet. Das ist gemein. Ach, die sind nicht dabei ertrunken, oder was? Anscheinend nicht. Warum? Rechtzeitig aufgestanden. Ich weiß es nicht. Herr, dauert das nicht bei jedem gleich lang? Sag mal, wie kannst du denn... Moment mal, das musst du mir... Du hättest im Stehen, wärst du nicht ertrunken? Ja. Nein, im Stehen wäre ich nicht ertrunken. Ja, man beugt sich hinunter und dann ertrinkt man. Aber das dauert doch nicht so lange, ein Bison irgendwas zu häuten. Egal, ob das ein Bison deswegen ist oder nicht. Anscheinend schon. So ein Bison dauert auch eine ganze Weile. Ja, aber doch nicht so lange, bis du ertrinkst. Kann man das spielen? Man kann es aber abbrechen und dann nochmal... den Rest dann machen, wenn man wieder Luft geholt hat. Der Redbeard, der erzählt manchmal auch immer so Sachen, mit dem glaube ich das immer nicht. Der sagt immer, ja und hier. Was? Wo bin ich denn hier? Ach, das ist ein Vor. Ich bin an einem PvP-Vor. Ich wollte dich eigentlich gar nicht hin. Ich habe hier nur den Bogen geschlagen. Ich hätte ja so laufen können, aber ich habe den Bogen geschlagen, weil hier das böse 34er-Gebiet ist. Und dann bin ich in der Beta immer verreckt. Und deswegen bin ich jetzt hier lang gelaufen. Fort Lichtholz. Da, bitte sehr. Wir müssen echt mal PvP machen. Wir müssen mal so eine PvP-Gruppe machen. Dann müssen wir da mal Boxern und... Oh je. Ich bin kein Freund von PvP. Ich mag's PvP, solange ich es nicht selber spiele. Lüg doch nicht, Redbeard. Du hast gesagt, du hast in Guild Wars immer PvP immer. Ich mach ja, PvP in Real Life. Das ist das mach ich da, mal fängt schon an. 25er hier. Bett gleich gefressen. Yummy, Gebiet. Ach, halte Guschen. Ein Fleckbrötchen. Warum leuchte ich rot? In der Beta habe ich da zwei Anläufe gebraucht, um den Weg hierher zu schaffen. So, Stufe am besten, 29. Am besten auf den Straßen bleiben. Welche Straßen? Die auf der Karte eingezeichnet sind. Zu spät. Ich bin gerade in einem Sägewerk. Oh, Totenkopf, wie angenehm. Da ist man über 10 Level drüber. Da sieht man dann wenigstens nicht, was einen umbringt. Willst du den Bison nicht, denn heute ich den. Ach, ich weiß, wo ich nicht sterbe. Ey, der blöde Hirsch hat mich umgerannt. Ich will doch nicht den Baum haben. Ja. Was sagst du? Das blöde Reh ist neben einem Baum gestorben und jetzt kann ich nur den Baum abarbeiten. Mal ganz ehrlich, wer hat denn hier diesen Berg hingesetzt? Ach, schön, ach, das ist der Wolf. Das ist ja jede Menge Wasser. Da muss ich außen rum. Ja, ich muss. Was macht der da oben? Kusch.
Oh Mann, das war voll lustig. So. Also hier ist eine Straße, Blizzardo. Aber die ist auch nicht sicherer, glaube ich. Naja. Jetzt mal schauen. Ausrüstung verfügbar. Aufrüstung, nicht Ausrüstung. Ich glaube, ich schaff's dieses Mal. 200 Meter noch, das müsste hinhauen. Und ich bin auf der Straße. Und hier ist weit und breit nichts zu sehen, was mich anpieseln könnte. Mit 200 Metern, da ist dann sowieso nichts. Und um die und ums Dorf drumherum sind sowieso, glaube ich, nur niedriglevelige. So. Ich brauche immer noch 13 Truthähne. So. So, und du behauptest also, ich weiß gar nicht, wie das war denn in der Beta. Ich bin da doch einfach nur hingelatscht und hab den Quest angenommen. Ja, yep. Genau so war's. Hm. Müsste man nochmal nachgucken, du hast ja gesagt, du vermutest, dass es mit dem Fortschritt des Hauptquests zu tun hat. Ich vermute es, ja. Oder die haben irgendwas geändert. Glaube ich aber nicht. Jetzt bin ich in Lichtholz. Reise nach Lichtholz und schließe die Skriptorprüfung ab. Ja. So, ich bin in der Tat in Lichtholz. Und in der Tat... Hast du es mal ganz blöd bei dem Vertreter versucht? In der Fraktion? Aha. Ja. Ich habe ihn angesprochen, dann hat er gesagt, erst ab Level 24 irgendwie was. Aber das hatte nichts mit dieser Quest zu tun. Du warst an der Beta definitiv nicht Level 24. Also er sagt mir hier, ein weiterer Grübler, ja, ich habe von dir gehört, du bist hier, um dich der Prüfung Aufstieg des Skriptors zu stellen. Ich habe jetzt aber nur die Möglichkeit zu verlassen. Soweit war ich noch gar nicht. Interessant. Also er bietet mir aber nicht die Möglichkeit an, die Prüfung zu machen, weil er gibt mir nur Escape, also verlassen an. Aha. Vielleicht eine Hauptquest. Bei mir kam das vorhin gar nicht und ich war bei der Hauptquest erst bei Level 9. Es kann natürlich sein, dass es wirklich so Hauptquest-mäßig ist. Gut, dann komme ich einfach mal zu dir runter. Dann gebe ich mal einfach das Arzort aus. Sage mal Pfeif drauf. Und beame mich mal einmal quer über die halbe Karte. Ich muss erstmal runterkommen. Kostet ja nur 279. Oh Gott, warte mal, ich muss mal gucken, ob ich mein Inventar ein bisschen leer machen kann. Das mal. Ist ja sauteuer. Du sagtest, du warst ja schon mal unten, oder? Du fährst leicht. Ich kann mich da runter teleportieren, ja, aber das kostet 200 irgendwas Arzort. Das ist natürlich eine ganze Ecke, ne? Wie viel habe ich denn? Mal kurz gucken. Ich muss leider laufen. Weil ich mein erster Besuch hier unten. Ja, da komme ich frei. Ich mach's trotzdem. Ich hau's jetzt mal auf. Ich lebe mal auf großem Fuße, ja. Ich hau's jetzt einfach mal raus. Kann ja nochmal alles verdingsen, was ich hier habe. Was für Level haben die? Verarbeiten. Ach, Level 17 gibt. So, da könnt ihr gleich mal zeigen hier, was wir alle zu haben hier. Beim Kochen bin ich jetzt fast Level 50 und da kann man lauter Farben herstellen. Nicht, dass ich dafür eine davon die Zutat hätte, aber. Man kann ich glaube, du musst immer zwei unterschiedliche Farben mixen. Jetzt bin ich Level 50. Level 50 kochen. Kleine Mahlzeit. Energiespende. Ist gar kleine nicht Mahlzeit. Sinn. Was ist eine kleine Mahlzeit? 100 Gesundheit, das ist natürlich nicht übel. Warum kann ich die nicht kochen? Küche. Huch. Dafür brauche ich eine Küche Rang 3. Wo kriege ich denn eine Küche Rang 3 her? Also die Küche. Kommt drauf an, wie weit die Stadt ausgebaut ist. Ja, eben. Ach so. Und alternativ ginge wahrscheinlich, glaube ich, auch Lager Rang 3. Das ist aber, also dieses Zeltlager. Rang 3. Das ist ja pralle.
Das heißt, ich habe da quasi auch noch nicht die Standardstadt habe ich jetzt ausgelevelt. Also küchenmäßig. Ja, genau. Super. Ich habe die Schmelze auch schon ausgelevelt, weil ich kann das Gold nicht schmelzen. Was mache ich denn jetzt? Wo kriegt denn jetzt ein Rang 3 her? Also ein Rang 3 Küche. Vielleicht einfach in eine andere Stadt? Naja, aber das ist, die ist ja hier schon. Ja. Ich müsste halt gucken, ob es irgendwo schon aufgerüstet ist, aber die Städte sind alle erst heute erobert worden. Sonst könnte ich nämlich kleine Mahlzeiten herstellen und dafür gibt es dann herstellen und dafür gibt es dann richtig, gibt's bestimmt richtig Kohle, wenn man die ins Auktionshaus packt. Ich nehme an, die meisten können sie schon selber herstellen. Na, da muss ja Level 50 in Kochen sein. Da bin ich mal. Also nicht alle leveln all diese Berufe hoch, sondern nur meistens ein Teil davon. Wo bist denn du gerade, Blizzardo? Bist du der Grüne? Nee, das ist Redbeard. Bist du der Orangene? Nee, das ist Wolfi. Wo bist denn du, Blizzardo? Da unten. Gibt doch nur noch einen dann. Na ja, gut, aber jetzt ist er bald da. Komm, wir machen den Quest einfach mal zusammen. Ich port mich da jetzt einfach mal hin. Pfeif drauf hier. Weg mit dem Zeug. Braucht kein Mensch. Ja. Kurz gucken, wo ich da hin muss. Ach, Tatsache, ich bin ja wirklich schon ziemlich nah. Ich bin gleich da. Dann tun wir jetzt mal so, als würden wir zusammen questen, ja? Oh, süß. Naja, tun wir ja eigentlich nicht, weil wenn er einen Mob killt, zählt er nicht für mich, auch wenn wir in einer Gruppe sind und umgekehrt. Das ist gar nicht so wichtig. Das sind unwichtige Details. Aber haben wir das überhaupt schon mal ausprobiert? Naja, das können wir jetzt ausprobieren. Warum ist hier, da wo ich mich weggeportet habe, war Nacht. Jetzt ist hier Tag. Irgendwas irritiert mich jetzt gerade. Ja. Ich habe vorhin noch mit Redbeard drüber geredet. Kann das sein, dass manchmal an einer Stelle Tag, an einer Nacht ist? Da meint Redbeard, nein. Siehst du, Redbeard? Wo muss ich denn hin? Ich juck den wohl nicht. Hey, den Redbeard, den juckt. Den juckt kaum irgendwas. Ich glaube, da könnte die Zombie-Apokalypse ausbrechen. Redbeard würde sagen, ja. Nee. Erstmal was essen. Ja, okay, vielleicht. Dann gucken wir weiter. Ich kann das gar nicht verneinen. Du musst doch nicht so viel essen. Ich habe ein Weberei gefunden. Das meine ich nicht. Ein Weberei. Na? Na? Hat's geklickt? Na? Es hat geklickt. Bei Garo hat's geklickt. So. Leider hat's geklickt. Auf der Brücke da soll ich trainieren. Wo bist du, Blizzardo? Ich hab's nicht verstanden. Weberei. Weberei. Ja. Man merkt. Siehst du, ich sag doch, leider hat's geklickt. Merkte förmlich. Wenn der Flaggy Witze macht, da bleibt selbst der Redbeard nicht ruhig. So, Blizzardo, wo bist du? Da bist du. Nee, das bist du gar nicht. Zum Henker. Da. Noch 60 Meter. Hör auf, da irgendwelche Pflanzen zu pflücken. Komm jetzt hierher. So. Ja, gut, die Stadt müsste ich eigentlich schon haben. Jetzt sagt man, sie steuern alles schon an. Na dann los. Dann gehen wir mal hier in ein High-Level-Gebiet. Komm. Sekunde, ich schau mal kurz. Ja, Schnellreise ist aktiviert. Wo bist du? Da bist du. Gott. Ich folge dir. Wir müssen doch auf die Brücke, oder? Ja. Jo. So. Auf der Brücke. Wer soll da trainieren? Soll mal das heißen mal. NPCs kloppen wahrscheinlich. Vermutlich. Mal ganz kurz gucken. Jetzt habe ich nur noch ganz wenig Artsort. Nur noch knapp 400. Nein. Na gut, man kann eh nur 1000 maximal haben. Ne? Sehe ich gerade. Ja. Der wird vom Hasen verfolgt. Warte mal, ich rette. Also ich habe schon viermal eine Warnung gekriegt, dass ich mein Artsort ausgeben soll. Ja, dann gibt's doch aus. Habe ich ja. Ich glaube, ich habe nur noch 500. Nee, 600. Elendes Gefarm.
Tja. So, was sollen wir denn jetzt hier machen auf der Dose? Ah, da steht's. Was? Schutzschildwachen, unergründliche und irgendwelche Vollstrecker. Moment, zeigt mir gerade nicht richtig an. Den warum auch immer hat das deaktiviert. Tja. Okay, weiter auf die Brücke. Das war er zum Beispiel nicht. Hast du wahrscheinlich zu wenig geklopft. Nee, der hat schon geblinkt, aber... Bleib schon mal hier. Der hat gezählt. Der war... Ja, eins. Na, die Brücke kommt mir bekannt vor. Bin ich auch schon mal runtergefallen, glaube ich. Ich zum Glück noch nicht. Das kann ich dir gar nicht sagen, was das für Geräusche waren. Das kann man nicht von dir, oder? Ich glaube, wenn man hier ins Wasser fällt, könnte man theoretisch ertrinken. Von mir kam es nicht. Dann hol mal den Red Beard. Klang nicht nach. Mike-Geräusche. Ja, Geräusche? Ja, die Autos oder die Türen. Das war auch einer. Melone habe ich gefunden. Aber vorsichtig, hier ist ein. Den Hut oder die Frucht? Die Frucht. Ah. Da ist. Ne, der ist schon weg. So. Hier konnte man auch irgendwie fallen, oder? Nee. Na, hier nicht. Ist zum Glück zu. Hier sind auch wieder zu viele Spieler. Ja, die auch gerade gar keine Gegner. Ja, die haben sie, glaube ich, schon weggehauen. Hier okay, stand in der Beta immer einer, so ein Obermops hier an der Stelle, aber... Uha! Was machst du denn da unten? Das tiefste Loch reingefallen. Sag mal, hörst du das auch, dieses Gewitter hier ständig? Ja, das ist so, wenn die Spieler kämpfen mit einer bestimmten Waffe. Welche Waffe macht denn Gewittergeräusche? Keine Ahnung, das könnte vielleicht der Hammer sein. Diese hier benutzen du den tatsächlich mal. Ne? Der Schutz hier bei dir, oder? So, was war das? Ein Schutzvollstrecker. Oh, der hat was in Drop. Mist. Ah, noch ein bisschen. Ja, da oben kriecht was. Da kriecht. Ah, ich hab's gesehen. Jetzt hör doch mal auf die Energie drum. Das stimmt, das war der Hammer. Aber das ist keiner von denen, die wir töten müssen, oder? Diese kleinen Krabbel-Heinis. Ich glaube, ich habe zu wenig Schaden gemacht, deswegen einfach. Ja, kann auch sein. Jetzt rennen wir hier auf der blöden Insel rum. Super. Ich bin ich schon direkt vor meiner Nase, hab ihn nicht gekriegt. Da oben ist einer, da oben ist einer. Druff, druff. Hau ihn an, Blizzardo. Box ihn. Ich geh den anderen auch noch gleich, komm. Zeng. Ich ständig daneben haue. Ah, das wird danke. Den hab ich natürlich nicht gekriegt. Da ist noch einer. Oh. Der Loot ist immer noch da. Ungründlicher Syllogist, muss ich noch zwei. Ups, da ist auch noch ein Loot. So. Ich also, geh mal hier noch ans andere Ende hier so hin. Was kann man angeln? Das guck ich nicht. Sag mal, kann das sein, dass das doch zählt, wenn du die tötest? Weil ich habe aus irgendwelchen Gründen zwei der drei Gegner besiegt. Ja, habe ich auch. Aber ich muss den letzten noch, aber ich weiß nicht, wo es denn gibt. Oder überhaupt, wie der aussieht. Unergründlicher Syllogist. Was ist denn? Ja. Ach, das wird ja da hinten sein, der wo der gerade aufschlägt. Ja, das hier ist er. Wahrscheinlich. Ja, aber da habe ich auch tot. Zu wenig Staden gemacht. Okay. Ja. Aber zumindest wissen wir, dass hier spawnt. Also hier spawnt er und also einer. Warten wir eben. Von der Sorte. No, da warten wir halt, bis er wieder respawnt. Guck mal, ob hier unten irgendwo einer rumspawnt. Scheint auch ziemlich kurz zu sein, die Respawn-Zeit. Zum Glück. Ich kann mal mit dem Hammer zuhauen. Hui! Ich hab
habt ihr noch kein Stück gelevelt. Ja, man merkt. Ist ja gerade was gespawnt? Nee. Aufrüstung verfügbar. Warum denn? Schrei mal, wenn wir kümmern. So, in Lichtholz darf ich was machen. In Lichtholz ist immer EP zu gewinnen. Einen Ruf zu gewinnen ist immer. Tja. So. Da ist er. Spawn. Ach, das ist ein. Ey. Mist, ich bin nix. Oh, du müsstest es gezählt haben. Ja, er hat gezählt. Müssen wir jetzt nochmal warten, einmal, bis er da ist? Jo, aber es geht ja relativ flott. Der Syllogist. Da ist er wieder. Oh, wow, das ging auch schnell. Stirb, du Syllogist. Oh, der Name. So, sprich mit. Naja, klar, sprich mal mit dem. Mit wem? Lass mich raten. Wieder mit dem. Jo, der im Wasser. Also wieder mal quer durch die Karte hier. Und da ist er schon wieder gespawnt. Komm, wir machen einen Ruhestein. Eigentlich können wir einen Ruhestein benutzen, oder? Kann ich das? Warte mal. Nehme ich wenigstens ein bisschen. In die Heimat? Ja, könnte ich Rückruf zum Gasthof machen. Ist deiner auch frei? Nö, ich meine, ich habe den eben verwendet, aber ich kann gleich gucken. Moment. Ich mach mal den Rückruf zum Gasthof. Ich krieg Punkte, behaupte ich. Ich habe jetzt eben auch gerade was gekriegt, als ich nur hier rumgestanden habe. Wenn du hast du gerade eben ihn umgenietet? Ja, dann sind wir dann nochmal. Also zumindest zählt das dann offenbar, wenn man in einer Gruppe ist und einigermaßen zusammensteht. Ja. Ja, wenn man nah genug zusammen ist, ja. Sichtweite vielleicht oder so. Ups, da ist noch ein Loot. Hier für die Zuschauerchen. Ich habe auch alle möglichen blauen Fische gesammelt, weil, naja, Angelquest halt. Und eine epische Hasenpfote. Keine Ahnung, was man damit macht. Mal gucken. Und nein, ich müsste noch 25 Minuten warten. Dann Laho. Ah. Laho. Aber wie hast du den gerade ausgelacht? Was? Nein, nein. So, wo muss ich hin? Unhöflich? Ich finde nur den großen Hammer so interessant. Irgendwann trainiere ich den Hammer mal, weil wie gesagt, geht er auch auf Stärke, aber erstmal kommt der Tank dran. Also ich muss jetzt nach Eisen suchen. Warum? Was brauchst du denn? Einfach nur die rohe Form für die Quest. Form für den Quest? Für welchen Quest? Ah ja, ich soll was herstellen. Schon. Dann brauche ich das. Oh, der Wolf hier hat eben was gesehen gehabt. Er sollte vielleicht vorsichtig sein, wenn er Leinen herstellt oder so. Er meinte, da wird Stahl verbraucht dabei. Nicht, dass ich wüsste. Weil ich hatte gar keinen Stahl. Wolf eben gemeint. Weil ich hatte gar keinen Stahl. Ich hatte gar keinen Stahl. Das würde mir gefallen. Wolf, hast du mich angelogen? Ich glaube, Wolfi hat hier gelogen, glaube ich. Was Wolfi meint, wenn man Leinen Sachen herstellt, zum Beispiel Handschuhe, da wird ein Eisen verbraucht. Ja, und ich hatte halt nur Stahl. Wahrscheinlich für die Beschläge nehme ich mal stark an. Nee, es steht aber auch dabei. Also es ist nicht so, dass es unerwartet käme. Das ist also Wolfis Schuld. Genau, Wolfi hat einfach nicht gelesen, was er da gemacht hat. Okay, gut. Was ist denn das hier? Ich hatte einfach nur Stahl, das war's. Wieso hattest du Stahl? Ja, selbst hergestellt. Weil alles Eisen in Stahl umgewandelt hat. Warum macht er sowas? Das ist, wenn man es aufwertet. Ja, warum macht man sowas? Ja. Ich überlege, was ist denn das Rezept für Stahl? Eisen und? Kohle. Ja, da hängt so eine Komponente, weiß nicht. Wolfi, du bist eine Informationsquelle, die ist unglaublich. Ah, aber das die hat man wahrscheinlich schon. Irgend so ein Dropbox-Kiste rauskriegst. Ich klick da irgendwo drauf und dann kommt es. Ich weiß auch nicht, was das ist. So. Wird da vieles automatisch ausgesucht.
Bei Stahl glaube ich nicht. Schon mal 32 Eisenerz. Muss ich mal gucken. Kann ich schon Stahl herstellen? Keine Ahnung. Ab wann kann man das? Keine Ahnung. Du musst die Schmelze, glaube ich, 25 oder sowas haben. Na, das habe ich. Das kennt ihn hier. Ein Seelenspross. Komm her, mein kleiner Seelenspross. Vielleicht war es aber auch höher, keine Ahnung. Etwas wie Schmiedeleveln. Seelenpass. Also die Schmelze-Leveln. Erst hier im Ordner abgeben, dann kann ich hochbauen. Wenn ich rausfinde, welcher von den Grünen das ist und wo der sich versteckt. Komisches Gebiet. So, dann wollen wir mal sehen. Und wo, weiß einer von euch, wo man dieses neue Lager, dieses Zeltlager Rang 2, wo man das lernt, bitte? Also wo der Quest dafür ist. Links in Moment. Links in. Der NPC laut mich gerade voll, deswegen. So. Das ist dann immer etwas kompliziert, dann gleichzeitig noch zu reden. Hier ist noch einer von euch, wo ich seinen Peter herkriege. Ja, in manchen Höhlen. Die Quest ist oben in Königsfeld. Königsfeld. Und zwar in der Stadt drin. Reicht schon. Deine Danke. Worte ernst. Noch kannst du ich sammle gerade Salpeter. Ist eine von den gelben Punkten und das muss irgendwas mit Kleidung oder irgendwas hat zu tun. Gleicher Modegeschmack. Ja genau, gleicher Modegeschmack, das ist das Ding. Da musst du dann das annehmen und musst du dann rüber zu... Dann muss ich den Quest machen, lass mich raten. Kämpfen nicht mit ihrer Kraft oder ihrer Schlauheit. Die Quest ist einfach nur von einem Ort zum anderen zu gehen und zwar. Das kriege ich hin. Verzweiflung raffte sie dahin. Nach Immerfall musst du dann gehen und dort die Quest dann wieder abgeben. Das war's dann schon. So, jetzt habe ich den. Denke, dass du zuerst Quest für den Stab. Jetzt muss ich nämlich die Komponenten. Kann sein, dass man erst den Azoth-Stab haben muss. In einer Höhle. Also, ich fertig sein. Aber ich war der Meinung, ich hätte den Azoth-Stab nach dem Aufstieg zum Skriptor gemacht. Oder nicht? Egal, Beta ist Beta und hier ist halt nicht Beta. Ja, was haben wir hier? Eine Axt, toll. Moment, ich glaube, ich habe sie hier noch offen. Was hast du hier noch offen? Dein Video von eben. Und, ne. Na super, jetzt müsste ich natürlich irgendwo eine Stelle finden, wo dein Inventar offen ist. Moment. Nein, du hattest es da noch nicht gehabt. Okay. Vielleicht ein bestimmtes Level. Das ist noch frei. Vielleicht muss man einfach Level 20. Ja, du warst schon Level 20. Du warst schon Level 20 und ich bin ja auch Level 20. Naja, ach so. Vielleicht sollte ich einfach mal sowas auch. Achso, halt, stopp. Bist du Level 20, Fleck? Nein. Und dann kannst du die Quest auch nicht machen. Steht in der Questbeschreibung drin, dass du Level 20 sein musst. Warst du denn oben, als du Level 20 warst? Ja. Okay. Ja. Ich bin erst hoch, als ich gerade Level 20 geworden bin. Bin ich hoch. Das ist verwirrend alles. So, wo muss ich denn hin? Da oben seid ihr närrisch. Erste Komponente. So, jetzt fängt die Questreihe zum Azoth-Stab an. Wofür war der Azoth-Stab nochmal gut? Ich hab's vergessen. Damit kannst du Fälle bereinigen, die, wie nennt sich's? Verdorben. Die verdorben sind. Verdorben sind, genau. Also zum Beispiel, wenn du, diese. Kampfarenen, die runden da, die roten auf der Map. Wenn die spielst, dann musst du dann zum Schluss in der Mitte dieses riesige. 10-Sekunden-Regel, Blizzardo. Ja, spielen und reden ist immer noch so eine Sache. Man macht das Rote weg, das muss reichen. Stab macht Rotes weg, so. Ja.
Oh, wir mal gucken, dass wir den Arzt-Stab zusammenbasteln. Aber gut, dann muss ich erstmal Level 20 werden. Gut, ich bin in einem halben Level, bin ich Level 20, dann gucken wir weiter.